Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, das magnetische Feld. Induktion ist unser Thema. Und zwar ruhende Induktion. Das letzte Mal haben wir das Induktionsgesetz gemacht. War nicht so schwer, war eine Erweiterung der Maschenregel. Heute wollen wir das auf eine Leiterschleife anwenden und da werden wir sehen, hey, so leicht ist es doch nicht. Schauen wir uns eins nach dem anderen an. Hier habe ich eine Leiterschleife aufgezeichnet. Diese Leiterschleife besteht bei mir aus einer Windung. Könnten natürlich mehrere Windungen sein. Kann man auch verallgemeinern, dass man sagt, okay, es geht ja um den Verkettungsfluss. Ja, dann muss ich halt das N berücksichtigen, wenn ich die mehrere Windungen habe. Also es könnte eine ganze Spule sein. Ja. Und jetzt wollen wir hier das Induktionsgesetz anwenden. Und jetzt fängt schon mal an. Summe I, UI ist gleich minus die Phi V nach dt. So, was ist Summe UI? Ich sehe nur AU. Ja. Zeichnen wir das Ganze noch einmal um mit Symbolen. Ja. Also wir haben hier, der Anschluss soll dieser Anschluss sein. Dann haben wir die Leiterschleife. Und die Leiterschleife hat ja auch einen Widerstand, R. Okay? Also das überführen wir jetzt hier in diese Ersatzschaltung. Es gibt hier also einen Widerstand R. Ja? Da zwischen die zwei Ding ist weiterhin die Spannung U. Ja? Das sind ja die zwei Punkte. Und hier habe ich meinen I herinnen. Ja? Natürlich, ich meine, jetzt sieht es ein Blinder. An dem Widerstand ist auch eine Spannung. Hier gibt es eine Spannung. Okay? Und diese Spannung ist immer R. Ohmsches Gesetz, U ist immer R. U ist R mal I, immer R, egal, es gilt das Kommutativgesetz bei Multiplikationen. Ja, I mal R. Und da jetzt zeichne ich das Phi V auch noch ein, das geht da durch. Rechtswendig zugeordnet, okay, müssen wir aufpassen. Ist aber der Fall in diesem Ding, ja, dass unsere Vorzeichen ein bisschen stimmen. Ein bisschen nur. Ja. Wie man es voll falsch sagt. Sie sind entweder voll falsch oder stimmen ganz. Ne? Also unsere Vorzeichen stimmen bei rechtswendiger Zuordnung ganz, nicht nur ein bisschen. So, und jetzt schauen wir sie mal ohne Induktionsgesetz nur mal mit der Maschenregel an. Okay, Maschenregel. Wenden wir das hier an. Ja? Das heißt, Summe UI ist gleich 0 Volt. Summe UI, jetzt geht da los. Da unten geht's los. Ja? Masche 1. Minus U plus I mal R ist gleich 0 Volt. Das wäre aus der Maschenregel. Okay? Jetzt sehen wir auch, dass das I mal R da dazukommt. Ja? Und hier schreibe ich jetzt die Induktionsregel an, ein Induktionsgesetz. Ja, Induktionsgesetz. Gesetz. Summe UI ist gleich minus d phi v nach dt. Okay? Also praktisch genau das gleiche. Minus U plus I mal R ist gleich minus D Phi V noch DT. Ja. Jetzt hätten sich sicher manche gefragt, wo kommt das I mal R her? Da, warum? Es gibt ja nur ein U und Summe U und wo ist das zweite? Wenn wir das so uns aufzeichnen, ist es hoffentlich jedem klar. Ja. Also, das kommt da raus. Oder das ist praktisch minus n mal d phi nach dt. Also wenn das der wirkliche Fluss da durch ist, muss ich halt mit der n multiplizieren, dass ich den Verkettungsfluss bekomme. Das ist also das Induktionsgesetz einer Spule. Genau das. Ja. Minus u plus i mal r ist gleich minus n mal d phi nach dt. So, was heißt das jetzt? Zum Beispiel angewandt auf eine, nehmen wir eine offene Spule. Ja? Offene Spule,
Das heißt, das I ist 0 Ampere, was da durchrennt. Das heißt, es bleibt über minus U ist gleich minus N mal d phi nach dt. Ja, das heißt, U ist gleich N mal d phi nach dt. Das heißt, wenn eine offene Spule ist, ja, und es ändert sich ein Magnetfeld durch diese Spule, dann ist die Spannungsänderung N mal dieser Magnetfeldänderung. Ja, das gilt für eine offene Spule. Und dann schauen wir sie noch an. Welche Farbe habe ich noch nicht? Blau. Kurzgeschlossene Spule. Ja. Das heißt, U ist 0 Volt. Ja. Dann bleibt über I mal R ist gleich minus N mal d phi nach dt. Ja. Das ist bei der Kurz. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Strom ausrechnen will an einer kurzgeschlossenen Spule, ja, das ist also I ist gleich minus N durch R mal d phi nach dt. Also der Strom rennt dann praktisch in die andere Richtung. Das ist bei einer kurzgeschlossenen Spule, das Induktionsgesetz. Wir sehen also, die Anwendung des Induktionsgesetzes ist gar nicht so einfach. Nämlich das R, da vergisst man relativ einfach. Diese innere Spannung da, die da entsteht, es ist nicht nur die Spannung, die man außen sieht, sondern es gibt eben auch innen eine Spannung, deswegen ist da das minus U plus immer R. Ja. Wenn das einfach so mit der Zeichnung einfach so behauptet hätte, hätte wahrscheinlich die wenigsten verstanden, und mit dieser Erklärung hier hoffe ich tatsächlich, dass es viele jetzt verstanden haben, wo dieses minus U plus immer R herkommt. Ja. Und das ist ja jetzt da nur mehr kurze Anwendung im Endeffekt, also die Spannung an einer offenen Spule, der Strom an einer kurzgeschlossenen Spule. Ist es eine belastete Spule? Na, dann ist halt was dazwischen. Ja, dann ist halt das R. Dann ändert sich das R da, aber im Endeffekt ist das schon. Ja. Gut. Ja, ruhende Induktion. Das nächste Mal sprechen wir über Eigeninduktion, Selbstinduktion. Ja. Muss ja auch schon mit das passiert. Ja. Wie verhält sich eine Spule, wenn ich die an einer Spannung anlege oder sowas? Kommt da raus, werden wir sehen. Ja. Das ist nämlich auch nicht so trivial. Ja. Also, für nächstes Mal Eigeninduktion, Selbstinduktion. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.